SUV-Test mit dem Hyundai Tucson. Der Turbo-Diesel leistet 185 PS, die allesamt an einen Allradantrieb gehen. Der Preis ab 36.040 Euro. Tucson. Eigentlich eine Stadt in Arizona und kein koreanischer Allradler. Doch Hyundai hat den Namen bewusst gewählt. Der Tucson gibt sich robust wie die Cowboy-Stiefel, die einst die sandigen Straßen der gleichnamigen Stadt entlang geschritten sind. Bleibt die Frage, ist der Hyundai Blender oder echter Country Boy? Der Tucson ist ein ganz klassischer SUV. Hübsches Ding, wie ich finde. Also wenn du von draußen anschaust, denkst du, boah, Mensch, da hat sich aber richtig was getan. Und die haben ja auch einen deutschen Designchef bei Hyundai und der hat ganz offensichtlich eine Menge bewirkt. Also, das schaut man sich gerne an. Wenn man dann einsteigt in das Auto, ist es, ja, es ist attraktiv, aber es wirkt klassisch. Nennen wir es mal so. Es wirkt sehr, sehr klassisch. Nicht zu viel Digitalzeugs, schöne Rundinstrumente, große Knöpfe. Das ist alles vernünftig bedienbar. Da gibt es nichts zu meckern. Auch beim Platzangebot gibt's nichts zu meckern. Über 1500 Liter Gepäck verschwinden hinter der Heckklappe. Es ist doch manchmal ein schönes Gefühl, einfach ein richtig dimensioniertes Lenkrad in der Hand zu haben und ein Auto, das vernünftig bei der Lenkung abgestimmt worden ist. Also das ist jetzt keine super knackige Lenkung, das ist jetzt auch keine super schwammige, sondern die trifft so den Mittelweg und das passt. Hinzu kommt die verlässliche Traktion des Tucson. Selbst wenn wir jetzt hier mit trockener Fahrbahn zu tun haben, wenn du aus der Kurve rausfährst und gehst dann aufs Gas, dann hast du halt eben den Allradantrieb. Das merkst du auch an der Traktion. Auf dem Papier sollten 185 PS und 400 Newtonmeter ausreichen, um dem 1,7-Tonner die Spuren zu geben. Gehen wir mal den Motor ein bisschen in die tiefen Drehzahlen hinein. So, und jetzt auf den Stempel. Kommt nichts, kommt nichts, kommt nichts, kommt nichts, kommt nichts, kommt nichts. Ja, jetzt wird es etwas besser. Ja, also das ist jetzt kein Dieselmotor der allermodernsten Schule, die wirklich schon bei 1500, 1600 Umdrehungen Druck machen, sondern der braucht ein paar hundert Umdrehungen mehr. Dann hat man natürlich Schub, 400 Newtonmeter, aber untenrum ist so ein bisschen Ebbe. Im Automotor- und Sporttest gönnt sich der Hyundai 7,8 Liter auf 100 Kilometer. Bei besonders sparsamer Fahrweise sind 5,8 Liter möglich. Der Preis dieses Autos überrascht schon. Der kostet unter 40.000 Euro in der Top-Ausstattung. Das ist recht günstig. Auf der anderen Seite ist es auch wieder recht teuer. Bei dem, was man normalerweise von Hyundai früher so gewohnt war. Also das ist immer so ein schwieriges Feld. Hyundai ist ja auf dem Weg dazu, sich so ein bisschen in den Premium-Bereich hineinzutasten. Dann kannst du solche Preise nehmen. Wenn du aber die klassische Hyundai-Käuferklientel nimmst, die müssen schon schlucken, wenn es an die Grenze von 40.000 Euro geht. Zeit, die Grenzen auf dem Messgelände auszuloten. Leicht ist er nicht, der Hyundai Tucson. Er wiegt deutlich über 1,7 Tonnen. Das wird auch dadurch nicht ganz egalisiert, dass er 185 PS hat. Einfach ein bisschen Gas, Kupplung und ab geht's. Ja gut, das ist natürlich wunderbar. Allradantrieb. Da dreht nichts durch, da geht's einfach voran. Und das merkst du auch. Ja, Traktion ist natürlich großartig und damit hast du auch eine ganz ordentliche Beschleunigungszeit. Mit allen angetriebenen Vieren vergehen 8,2 Sekunden bis Tempo 100. Es folgt das Bremsen. Der Tucson bremst von 100 auf 0 in 35,8 Metern. Und jetzt die Abschlussprüfung. Slalom. Großes Auto. Enger Slalom. Und wir gucken mal, wie er das macht. Und das macht er, ehrlich gesagt, überraschend gut. Also, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Traktionsregelung greift nicht großartig böse ein.
Und er macht das sehr, sehr schön. Ein bisschen ausgeprägteres Wanken, aber völlig stabil und vergleichsweise zügig. 60,8 km/h erreicht das SUV zwischen den Pylonen. Die Standardübungen auf dem Testgelände meistert der Hyundai Tucson locker. Und mit seiner umfangreichen Ausstattung und dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis erweist er sich als einer der Besten seiner Klasse.